Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Wir bauen heute so Terrassenkübel bzw. so kleine Blumenbeete. Ich habe mir einfach gedacht, weil wir jetzt viel Platz auf unserer Terrasse haben, hatte ich voll Bock irgendwie so Blumenbeete zu haben bzw. irgendwie für Zucchini, für Tomaten oder irgendwas zum Anpflanzen. Und um das zu bauen, habe ich mir hier diese Kollegen geholt. Das sind so ganz normale Holzlatten, die gibt es in jedem Baumarkt. Das sind die billigsten Holzlatten, die es gibt. Also sie sind komplett unbehandelt, also noch komplett rau. Wenn ihr hier drüber fahrt, dann bekommt ihr mega viele so Holzspreisel. Also macht das lieber nicht. Die müssen wir noch schön schleifen und dann eventuell lackieren. Und dann würde ich sagen, fangen wir jetzt an mit einer Zeichnung, denn dann könnt ihr das euch besser vorstellen und das auch besser nachbauen, denke ich. Ich habe mir überlegt, das Ganze erst mit zwei U-Profilen zu beginnen. Also wir beginnen links so ein U-Profil zu bauen und dann rechts ein U-Profil zu bauen. Dafür nehme ich einfach so rechteckige Kanthölzer und schraube die hier unten jeweils zusammen. Und dann fange ich an, von unten nachher die Bretter dagegen zu schrauben und dann noch an der Seite nach oben. Und natürlich auch noch die Seite hier zuschrauben mit den Brettern. Ich war vorhin auf der Terrasse und habe das Ganze vermessen und habe mich für eine Breite von 1 Meter entschieden und von einer Tiefe von 40 cm. Bei der Höhe habe ich geguckt, wie breit jede Latte ist und jede Latte ist 10 cm. Und deshalb habe ich mich für eine Höhe von 30 cm entschieden, also einfach 3 Latten übereinander. Und für dieses U-Profil habe ich einfach hier so Kanthölzer beim Baumarkt gekauft in den Maßen 5,9 cm auf 3,9 cm. Und die fange ich jetzt an abzusägen in diesen Maßen. So, wir beginnen mit 4 x 28 cm und ich mache einfach nur einfach so ein Strichchen hin. Ich säge das Ganze heute mit einer Kappsäge, die hatte ich noch damals von der... Servus. Da kam gerade der Nachbar rein, dann musste ich ein bisschen leise sein bzw. aufhören. Das wäre mir dann doch ein bisschen komisch, wenn ich hier dann so hier mit meiner Kappsäge. Auf jeden Fall säge ich die Latten heute mit der Kappsäge zu. Die habe ich mir damals für die alte Terrasse gekauft und werde die jetzt einfach damit absägen. Ihr könnt aber auch einfach wieder eine Stichsäge dafür nehmen. Also diese 28 cm jetzt 4-mal. Und los geht's! So, 4-mal die 28 cm habe ich. Jetzt kommen noch 2-mal die 32,2 cm. So sieht das Ganze jetzt aus, also ich habe das 2-mal und werde das Ganze jetzt hier zusammenschrauben, also erstmal hier Löcher reinbohren, 2 Stück und dann 2 längere Schrauben und das Ganze zu einem U befestigen. In diese Bad Boys werden jetzt erstmal 2 Löcher jeweils reingebohrt. Und das letzte Mal. Die Unterkonstruktion wird man nachher nicht direkt anfassen, aber ich gucke trotzdem, dass hier keine so spitzen Holzteile rausgucken und schleife das so ein bisschen die Ecken kurz so ein bisschen ab. Gerade auch hier zum Beispiel sowas, dass das einfach weg ist und man sich da nicht verletzt. So, und jetzt müsst ihr Schrauben nehmen, die lang genug sind, um durch dieses ganze Holz zu gehen und dann nachher auch in das andere Holz. Und ich glaube, die sind eigentlich ganz gut von der Länge. Am besten ihr legt das untere Holz jetzt einfach so hin und das dagegen und schraubt dann vorsichtig die erste Schraube rein. Am besten auch wieder hier so am Tisch ran, dann könnt ihr hier gut mit dem Bohrer hinkommen. Okay, eigentlich habe ich gehofft, jetzt, dass die Schrauben komplett versenkt werden, aber wenn man hier drüber fährt, spürt man die noch voll arg. Und deshalb hole ich die nochmal raus und senke erstmal die Löcher noch an, damit die Schrauben wirklich ganz reingehen. So, schön ansenken mit dem Ansenkkopf. Wie ihr sehen könnt, sind die Schrauben jetzt perfekt versenkt. Das gleiche mache ich jetzt noch auf der anderen Seite. Und Rahmen Nummer 1 ist fertig und das kommt jetzt gleich nochmal. Auch wieder ansetzen. Und fertig sind die beiden U-Konstruktionen. Und jetzt brauchen wir nur noch die Zwischenbretter und die sägen wir jetzt auf die Länge von 1 Meter ab. Das Coole ist, dadurch, dass die Dinger 2 Meter lang sind, müssen wir die nur halbieren. Also mit einem Schnitt bekommen wir dann 2. Das heißt, wir brauchen jetzt unten 4 Stück, also 4 mal 1 Meter. Und jeweils rechts und links 3 mal 1 Meter. Also insgesamt 10 Meter Stücke quasi. Also 5 von diesen Teilen, das ist genau ein so ein Päckchen. Und dann brauchen wir noch auf jeder Seite 3 40 cm Stücke, also insgesamt 6 40 cm Stücke. Ich würde sagen, es wird wieder gesägt. So, das Teil jetzt einmal bei 1 Meter anzeichnen. Ich merke gerade, das Scheißteil rutscht irgendwie die ganze Zeit, also dieses Mikrofon. Also sorry, wenn der Ton nicht ganz so gut ist, aber ich arbeite dran, also ja. Es wird auf jeden Fall besser werden. Und wir sägen den Kollegen jetzt durch. Das Ganze machen wir 5-mal, damit wir 10 Meter Stücke haben. Und ihr könnt hier sehen, die Latten sind nicht genau 2 Meter. Sie sind ein bisschen länger. Das heißt, wir müssen bei der einen, wir können nicht einfach in der Mitte durchsägen, sondern müssen doch noch hier ein Stück abnehmen.
So, und jetzt kommt das Ganze noch für die Seitenwände mit jeweils 40 cm. Oh, das gefällt mir hier nicht. Hier schnibbel ich erstmal ab, das hat den Anfang. Die ganzen Teile sind soweit zugesägt und jetzt wird das Ganze zusammengebaut. Das erste, was wir jetzt noch machen, ist einmal hier über diese Kanten so ein bisschen mit einem Handschleifpapier einfach drüber, damit man sich nicht verletzt. Und später schleifen wir das Ganze, wenn es zusammengebaut ist, noch mit einer Maschine. Denn ich habe mir eine Schleifmaschine gekauft für dieses Projekt. Endlich habe ich eine Schleifmaschine! Einfach nur kurz, dass man sich nicht verletzt und dass die Latten nachher auch wirklich nah aneinander gehen. Kommen wir jetzt zum Zusammenschrauben der Dinger. Ich habe die jetzt schön abgeschliffen. Ihr könnt natürlich auch für das ganze Gehobe des Holz schon nehmen. Da ist halt das Problem, es ist erstmal teurer. Und ich will diesen Look haben von diesem Rustikalen so ein bisschen, weil wir auch so eine Box auf der Terrasse haben. Und es soll einfach gleich aussehen. Diese Struktur ist bei diesem gehobenen Holz einfach nicht mehr so schön. Und deshalb habe ich mich für diese Naturvariante entschieden, die halt so ein bisschen grob ist einfach noch. Und jetzt habe ich die Dinger hier auf den Kopf gedreht und schraube jetzt jeweils hier mit zwei Schrauben jede Latte fest. Ich muss mal gucken, ob das Holz reißt. Wenn ich merke, das reißt, dann muss ich auf jeden Fall vorbohren. Man sollte es eigentlich immer vorbohren, aber das ist jetzt so ein richtig weiches Holz. Also Fichte ist relativ weich. Bei Hartholz, das splittert eigentlich relativ schnell. Da muss man auf jeden Fall das machen. Aber bei weichem Holz, wenn man dann ganz langsam reinbohrt mit der Schraube bzw. reindreht die Schraube, dann reißt das meistens eigentlich nicht. Aber ich bin gespannt, ob es funktioniert. Fangen wir doch hier mal an. Ich drehe jetzt hier ganz langsam die Schraube rein. Also wenn man wirklich vorsichtig ist, dann springt das Holz nicht. Ich habe die jetzt nochmal richtig positioniert, damit es auch wirklich auf beiden Seiten bündig ist. Jetzt ist zwischen den Hölzern, weil die sind nicht alle 10 cm breit, so ein kleiner Spalt, was aber eigentlich gut ist, damit dann nachher auch das Wasser ablaufen kann besser. Und dann noch auf der anderen Seite. Man merkt richtig, wie das Ganze immer mehr Stabilität bekommt, je mehr Schrauben man hier reindreht. Drehen wir das Ganze einmal um. Die Hölzer schon mal schön hinlegen. Und auf der Seite fange ich diesmal von der Seite an, also von oben. Weil da möchte ich natürlich, dass es hier bündig ist. Und fange dann einfach an, dass es hier bündig ist und ziehe das Ganze dann zusammen, weil die Dinger, die Querstreben können sich ja so ein bisschen verziehen und sind dann nicht genau im Wasser. Also fange ich hier oben an, alles schön bündig setzen und schraube da meine ersten zwei Schrauben rein. Gut aus. Dann wird das Ganze erneut umgedreht, um auf der Seite noch die Bretter anzubringen. Leute, an dieser Stelle ist der Ton ausgefallen. Deshalb stehe ich jetzt hier mit dem fertigen Teil und es war eigentlich sehr wichtig, denn ich habe einen großen Denkfehler gemacht an dieser Stelle. Und zwar habe ich als nächstes diese Seitenwände hier hingeschraubt und die habe ich auf 40 cm abgesägt. Aber da ist der Denkfehler natürlich, dass 40 cm nur von hier bis hier sind und eigentlich hätte man ja hier noch die Materialstärke dazu nehmen müssen. Ich fand das Ganze sah aber dann gar nicht so schlecht aus und habe es dann doch so gelassen, anstatt das Ganze nochmal neu zu sägen. Also wenn es euch nicht gefällt, dann macht einfach die Länge auf 44 cm anstatt den 40, die ich hier gemacht habe. Am Schluss habe ich dann auch noch alles geschliffen, erst von außen und dann noch von innen und dann war die Box fertig. Okay Leute, das Ding ist fertig geschliffen und ich habe gerade in die Kamera geguckt und habe gemerkt, dass dieses blöde Mikrofon ausgefallen ist irgendwann am Schluss. Also mal schauen, wie ich das schneiden werde. Ihr werdet es natürlich hören, wie ich es geschnitten habe, dann vielleicht mit Voice-Over. Ich hoffe trotzdem, das Video hat euch gefallen. Diese Reihe wird fortgeführt, denn ihr seht, das Ding ist ja noch nicht fertig irgendwie, um da jetzt Pflanzen reinzupflanzen. Deshalb wird es auf jeden Fall eine nachfolgende Reihe geben. Ich weiß nicht, ob die Reihe danach direkt nächste Woche kommt oder ob ich noch ein bisschen warten muss, bis wir das Zeug einpflanzen können, bis irgendwie das Wetter besser ist oder nicht mehr so kalt, weil ich glaube, man muss warten bis zu den Eisheiligen. Ich weiß nicht, vielleicht haben wir ja ein paar Experten da draußen, die mir sagen können, ab wann ich irgendwie Gemüse anpflanzen darf. Und das Ganze wird dann auch noch mit einer Plane ausgegleitet und ich werde das Ding vielleicht noch lackieren. Also ihr werdet es auf jeden Fall sehen und da wird es auf jeden Fall einen Part 1 und einen Part 2 und einen Part 3 geben. Das war jetzt Part 1. Ja, ich hoffe es hat euch gefallen. Wenn ja, gebt dem Video unbedingt einen Daumen nach oben. Und wie ihr gesehen habt, geht bei mir auch immer mal wieder was schief. Und das habt ihr jetzt live mitbekommen und ich habe gedacht, eigentlich ist es cool, euch das zu zeigen und nicht irgendwie im Video alles rauszuschneiden und einfach die perfekte Länge dahin zu machen. Sondern ja, ihr habt gesehen, es ist schief gelaufen. Wenn ihr es so machen wollt wie ich, dann macht so nach meinen Maßen und sonst macht ihr die Seitenwände einfach 44 cm länger. Und jetzt würde ich sagen, sehen wir uns das nächste Mal wieder und bis dann. Ciao, ciao. Vergesst den Kanal nicht zu abonnieren.
Das ist meine alte Gitarre, die steht hier unten im Keller. Ich dachte, ich zeige sie euch mal.